Hallo Wander- und Traumschleifenfelsen, herzlich willkommen zu einer neuen Wanderung mit Adventure Trails. Ja, ich befinde mich heute in der Verbandsgemeinde Hermeskeil, um genau zu sein, im Ort Lorscheid. Und hier startet die Traumschleife Römer- und Keltenfahrt. Wenn ihr Lust auf eine schöne Wanderung habt, dann kommt mit. Ja, wie der Weg schon sagt, Römer Keltenfahrt, und daher erwarte ich mal, dass wir hier doch auf einige Relikte dieser vergangenen Epochen treffen auf der Tour. Ja, die ganze Region hier wurde eigentlich, ist ja in der Nähe von Trier, damals von den Römern und den Kelten sehr geprägt. Hier gibt es ganz viele verschiedene Touren, die sich damit beschäftigen. Der Keltenwall Otzenhausen zum Beispiel, auch eine Traumschleife, einfach mal hier oben eingeblendet. Und ja, ich bin schon mal gespannt, denn ich bin auch mal sehr geschichtsinteressiert, und mal sehen, was wir hier heute so rausfinden werden. Bisher eine sehr schöne landschaftliche Tour hier. Jetzt befinden wir uns gerade auf einem dieser Relikte hier am Wegesrand. Ihr seht vielleicht hinter mir diese Rinne. Ich hoffe, ihr könnt die erkennen. Hier die Rinne links, Rinne rechts. Und wir sind hier, wie ihr gerade vielleicht schon auf dem Schild gesehen, auf der alten Römerstraße. Allerdings sind rechts und links diese Rinnen nicht der eigentliche Straßengraben, wie man jetzt vermuten ließ, sondern es sind zwei parallel verlaufende Wege. Die sind natürlich im Laufe der Jahre durch Verwitterung, durch Material, was reingefallen ist, wieder versandet. Aber trotzdem zeichnen sich hier immer noch diese Spuren so durch den Wald ab, und die werden wohl auch an irgendeinem Punkt laufen, die wieder zusammen zu einer Straße. Also ist das hier praktisch so eine Art Überholspur. Ja, auch interessant, ne? Und was man doch nach 2000 Jahren oder ein bisschen weniger wie 2000 Jahren noch so erkennen kann von der Straße, die war natürlich bis ins tiefe Mittelalter, waren die Benutzung. Und wer weiß, wer hier schon, welche bekannte Persönlichkeit hier schon gewandelt ist auf diesen Straßen. Ich denke mal, die geht hier so von Trier durch den Hochwald, wahrscheinlich auch in Richtung Mainz dann. Gehen wir weiter. Ja, wir sind jetzt hier hinter mir über ein bisschen offeneres Stück gegangen und kommen jetzt schon wieder hier in den Wald rein. Und ja, die Strecke hat so 12 Kilometer, habe ich schon gesagt, und bisher sehr viel über Pfade. Und jetzt gehen wir hier wieder gerade in den Wald rein. Also ist schon abwechslungsreich und bisher eine sehr, sehr schöne Strecke. Thank you.
Ja, und hier haben wir jetzt den nächsten historischen Ort, auch wenn ihr nicht viel erkennen könnt. Dieser Hügel hier hinter mir, dann da hinten im Hintergrund sieht man auch nochmal so einen runden Hügel. Das sind sogenannte Hügelgräber, die haben die Kelten früher angelegt. Die sind hier, ja, gerade hier oben um Ferschweiler, in der Nähe von Osburg sind da relativ viele zu finden, weil hier einfach keltische Siedlungen damals waren. Die stammen so aus der Zeit 250 bis, ja, oder beziehungsweise 560 bis 250 vor Christus. Und die findet man immer wieder hier, die sind relativ unscheinbar. Hier vorne auch nochmal so Hügel, die können ja bis zu 25 Meter Durchmesser haben und haben die praktisch ihren Toten drin begraben mit ein paar Grabbeilagen und dieses Grab wieder aufgeschüttet. Und ja, die war halt eine der ältesten Kulturen hier, gerade in unserem Bereich. Und es ist ganz interessant, wenn man sich mal damit beschäftigt, wenn man mal so durch den Wald geht, immer noch diese alten Spuren davon findet, die doch sehr unauffällig eigentlich sind. Ja, und ihr habt es vielleicht schon gesehen, eine pieksige Angelegenheit hier. Hier sieht man auch schon eine Beere dran. Hier steht alles voller Walddistel. Ich glaube, die heißen auch Stechpalmen. Ich bin mir auch nicht sicher, ob da eine andere Art ist. Und hier ganz extrem zu sehen. Ab und zu sieht man die halt in der Eifel mal so vereinzelt irgendwo stehen. Aber hier ist ein ganzer Wald, weil hier ja der Boden optimal dafür ist und auch die Verhältnisse unter den Buchen mit dem vielen Licht am Boden sehr gut sind. Und so hat sich hier auf einer Fläche von 2,5 Hektar diese Walddistel ausgebreitet. Und ja, ist mal ein ganz anderer Wald, sieht man so sonst nie. Denn eigentlich ist es ja immer so, wenn man durch den Wald geht und sieht hier so Pflanzen einzeln mal rumstehen, denkt man immer, ja, die sind irgendwie hier in die Fauna gekommen und gehören gar nicht dazu. Aber mal was anderes. Ja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende der Tour. Ich hoffe, die Tour hat euch gefallen. Mir persönlich hat der Weg sehr gut gefallen, da er überwiegend über Pfade ging und wirklich sehr landschaftlich sich sehr abgewechselt hat. Einfach hier unten die Bewertungsschuhe einfach mal reinsehen. Die habe ich schon lange nicht mehr vergeben. Ich würde der Tour hier wirklich 5 Punkte geben. Und ja, wenn ihr mehr über die Strecke erfahren wollt, einfach in der Infobox mal schauen. Ich verlinke da immer die Wanderwege, die aktuelle Route, die ich gegangen bin. Und ja, mir bleibt nur noch zu sagen, ich würde mich über ein paar Kommentare von euch freuen. Wer ist die Strecke schon mal gegangen? Habt ihr andere Vorschläge für Strecken oder eure Meinung zur Strecke? Und über einen Daumen nach oben freue ich mich natürlich auch jedes Mal. Und ich sage bis zum nächsten Mal. Euer Sebastian von Adventure Trails. Tschüss!